Hallo zu einem neuen Video von Just Boating. Heute mit den spezifischen Fragen für den Sportbootführerschein C, die Fragen 116 bis 141. Wir befassen uns im ersten Teil mit den Schallsignalen bei verminderter Sicht. Im zweiten Teil geht es um Ausweichregeln. Bevor wir loslegen, eine kleine Bitte an euch. Viele von euch, die meine Videos anschauen, haben noch nicht abonniert. Ihr würdet mir wirklich sehr helfen, diesen Kanal zu fördern, wenn ihr auf den Abonnieren-Kanal klickt. Also bitte gebt euch den kleinen Druck, drückt auf den roten Button und unterstützt mich dabei. Weitere Infos, wie ihr mich unterstützen könnt, gerne auch in der Beschreibung zu diesem Video nachlesbar. Und los geht's. Bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz zur Erinnerung für euch. Ein kurzer Ton ist ungefähr eine Sekunde, wird dargestellt mit dem Punkt. Ein langer Ton hat ungefähr 4 bis 6 Sekunden, wird dargestellt mit diesem Balken. Das nochmal zur Erinnerung. Legen wir los mit den Fragen. Die Frage 116. Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle 2 Minuten einen langen Ton mit der Pfeife. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal? Die richtige Antwort ist ein Maschinenfahrzeug, das Fahrt durchs Wasser macht. Wichtig ist hier, Fahrt durchs Wasser macht. Der lange Ton ist auch das allgemeine Achtungszeichen, das ihr jederzeit geben könnt, wenn ihr auf eine Gefahr oder ein Achtungssignal geben müsst oder wollt. Kommen wir zur Frage 117. Sie hören bei verminderter Sicht mindestens alle 2 Minuten 2 aufeinanderfolgende lange Töne mit der Pfeife. Welches Fahrzeug gibt dieses Signal? Hier haben wir wieder das Maschinenfahrzeug in Fahrt. Diesmal aber, dass eine Maschine gestoppt hat und keine Fahrt durchs Wasser macht. Also merken, das allgemeine Achtungszeichen oder der einfache lange Ton, wenn ihr Fahrt durchs Wasser macht. Wenn ihr keine Fahrt durchs Wasser macht, sind es die 2 langen Töne hintereinander. Kommen wir weiter zur Frage 118. Welche Fahrzeuge geben bei verminderter Sicht mindestens alle 2 Minuten 3 aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz? So, da haben wir ein paar mehr, die wir merken müssen, oder lernen müssen besser gesagt. Einmal das manövrierunfähige Fahrzeug in Fahrt, ein manövrierbehindertes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker, ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt, ein Segelfahrzeug in Fahrt, ein schleppendes oder schiebendes Fahrzeug in Fahrt, ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker. Ja, eine ganze Menge Fahrzeuge zum Lernen. Grundsätzlich sind hier alle Fahrzeuge enthalten, ausgenommen das Maschinenfahrzeug. Die beiden Schallsignale hatten wir in den Fragen vorher. Und das geschleppte Fahrzeug an sich. Also nicht das schleppende oder schiebende Fahrzeug, das ist mit dabei, sondern das geschleppte Fahrzeug. Da kommen wir der nächsten Frage dazu. Ihr merkt euch für die richtige Antwort in der Prüfung eigentlich alle Fahrzeuge bis auf das Maschinenfahrzeug, und keine geschleppten Fahrzeuge dürfen in der richtigen Antwort vorkommen. Dann solltet ihr ganz gute Chancen haben, die richtige Antwort zu treffen. Schauen wir uns hierzu gleich die Frage 119 an. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht im Anschluss an das Signal lang, kurz, kurz? Das hatten wir gerade bei der Frage 118. 4 aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz, kurz. Also 3 kurze Signale. Die richtige Antwort ist hier ein geschlepptes Fahrzeug oder das letzte bemannte Fahrzeug eines Schleppverbandes in Fahrt. So, hier das Ganze nochmal als Überblick. Wir haben also die Maschinenfahrzeuge, der lange Ton, wenn es Fahrt durchs Wasser macht, die 2 langen Töne bei einem Maschinenfahrzeug, wenn die Maschine gestoppt ist und keine Fahrt durchs Wasser gemacht wird, der lange und die 2 kurzen Töne so ziemlich für jedes andere Fahrzeug, also manövrierbehindert, manövrierunfähig, ein tiefgangbehindertes Fahrzeug, ein Segelfahrzeug, schleppende oder schiebende Fahrzeuge und fischende Fahrzeuge. Als Zusatz zum schleppenden Fahrzeug kommt dann noch der lange Ton mit 3 kurzen Tönen für das geschleppte Fahrzeug bzw. das letzte bemannte Fahrzeug eines Schleppverbandes. Okay, die 4 Signale solltet ihr mal lernen und gut können.
Dann schauen wir weiter zur Frage 120. Was für ein Schallsignal muss ein Segelfahrzeug in Fahrt von 12 und mehr Meter Länge bei verminderter Sicht geben? Die richtige Antwort: mindestens alle 2 Minuten 3 aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz. Hatten wir in den Aufgaben der Forschung gelernt. Das Segelfahrzeug in Fahrt von 12 und mehr Meter Länge. Natürlich kann auch jedes Segelfahrzeug von weniger als 12 Metern Länge dieses Signal geben. Es besteht allerdings bei kleineren Segelfahrzeugen keine Ausrüstungspflicht mit diesen schallgebenden Geräten. Von daher gibt es da später noch eine Erleichterung für kürzere Segelfahrzeuge. Dazu aber später mehr. Kommen wir zur Frage 121. Ja, da haben wir sie auch schon. Welches Schaltsignal muss ein Fahrzeug in Fahrt von weniger als 12 Meter Länge bei verminderter Sicht geben, wenn es die sonst vorgeschriebenen Schaltsignale nicht geben kann? Mindestens alle 2 Minuten ein kräftiges Schaltsignal, das mit den vorgeschriebenen nicht verwechselt werden kann. Ihr kennt das vielleicht, auf vielen Charterjachten gibt es so Dröhnen, in die man reinpusten kann, so lautere Trillerpfeifen, wie auch immer. Das sind dann praktisch solche schallsignalgebenden Mittel, die man hierzu benutzen kann. Und wir machen weiter mit der Frage 122. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht mindestens jede Minute etwa 5 Sekunden lang rasches Läuten der Glocke? Also Achtung, jede Minute jetzt hier. Die Antwort: ein Fahrzeug vor Anker von weniger als 100 Meter Länge. Ich hoffe, jeder von euch kann sich in etwa vorstellen, wie es sich anhört, wenn man eine Glocke etwa 5 Sekunden lang feste schlägt. Die Frage 123. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht mindestens jede Minute etwa 5 Sekunden lang rasches Läuten der Glocke und unmittelbar danach ungefähr 5 Sekunden lang rasches den Gong schlagen? Antwort: ein Fahrzeug vor Anker von 100 Metern und mehr Länge. Also das reine Glockenschlagen für 5 Sekunden ist der Ankerlieger unter 100 Meter. Das Glockenschlagen und danach das Schlagen des Gongs ist der Ankerlieger von 100 Metern und mehr Länge. Ja, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, dass es bei verminderter Sicht etwas schwer werden könnte zu schlafen. Das Schweißsignal dauert ungefähr 10 Sekunden. Und jede Minute wird es mindestens einmal gegeben. Das heißt, ihr habt 50 Sekunden Ruhe und danach wieder das Glockenschlagen und Gongläuten. Ja, weiter zur Frage 124. Welches zusätzliche Schweißsignal darf jeder Ankerlieger bei verminderter Sicht geben, um einen sich nähernden Fahrzeug seinem Standort anzuzeigen? Antwort: mit der Pfeife kurz, lang, kurz. Wichtig ist hier das Wort zusätzlich. Also der Ankerlieger muss vorher die vorgenannten Signale geben, also das Läuten der Glocke oder Läuten der Glocke und das Gongschlagen, und darf nur dann zusätzlich dieses Signal geben, wenn sich ein Fahrzeug seinem Standort deutlich nähert. Gut, bevor wir weitergehen, möchte ich nochmal ganz kurz auf ein wichtiges kleines Wort eingehen, und zwar hier auf das Mindestens. Ihr seht, in den Fragen war immer die Frage, welche Fahrzeuge geben bei verminderter Sicht mindestens alle 2 Minuten oder bei dem Ankerlieger mindestens alle Minute das entsprechende Zeichen. Ich habe euch hier mal eine kurze Skizze dargestellt. Dieser Balken soll 2 Minuten darstellen. Wenn das Wort mindestens nicht dabei wäre, also welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht alle 2 Minuten ein Schaltsignal, dann wäre zum Beispiel diese Grafik hier richtig. Wir würden das Schweißsignal geben, 2 Minuten später das nächste Schweißsignal und so weiter und so weiter. Hier ist aber die Vorschrift mindestens alle 2 Minuten. Das heißt für uns als Schussführer, dass wir das Signal zumindest alle 2 Minuten einmal geben müssen. Wenn wir es aber für nötig halten, aufgrund der Verkehrssituation oder der Lage vor Ort, können oder müssen wir sogar das Signal deutlich öfter geben, also hier 2 oder 3 Mal oder auch 4 Mal in 2 Minuten, um die Gefahr eines Zusammenstoßes möglichst zu vermindern.
Dieses Mindest ist jetzt beim SBFC noch vorgegeben, da ist es kein Problem. Falls ihr in der mündlichen Prüfung drankommen solltet oder irgendwann mal bei späteren Scheinen das Mindest weglasst, wird die Frage leider als, oder die Antwort vielmehr, als falsch gewertet. Denn das Gesetz möchte nicht, dass wir alle 2 Minuten das Schweißsignal geben, wie hier in der ersten Grafik da gezeigt, sondern mindestens alle 2 Minuten es geben müssen. Das heißt, bei Bedarf, wenn die Gefahr zu groß wird oder die Gefahr einer Annäherung zu groß ist, auch deutlich öfter als alle 2 Minuten. Das ganz kurz für euch nochmal als Erklärung. Merkt euch das bitte. Vielleicht kommt es ja auch in der praktischen Prüfung mal dran oder in der mündlichen Prüfung. Dann seid ihr da fit und könnt die Frage beantworten. Das Wort mindestens hier also wirklich ein kleines Wort, aber mit sehr, sehr großer Auswirkung. Gut, schauen wir weiter zur nächsten Frage, die Frage 125. Jetzt verlassen wir die Schweißsignale bei verminderter Sicht und kommen zu den Ausweichregeln. Die Frage 125 möchte von uns wissen, woran kann man feststellen, ob die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Antwort, wenn sich der Abstand zu einem anderen Fahrzeug verringert und sich die Peilung nicht oder nicht merklich ändert. Also wenn sich der Abstand verringert, ist, denke ich, jedem klar, wenn wir jemand näher kommen, besteht irgendwann die Gefahr eines Zusammenstoßes. Die Peilung sich nicht merklich ändert, das versuche ich euch jetzt mal kurz grafisch darzustellen. Ja, wir haben hier zwei Boote, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Einmal unser rotes Boot, das hier leicht schräg nach unten fährt, unser grünes Boot, das einen geraden Kurs fährt. Unsere Peilung, wenn wir jetzt auf dem grünen Boot sind, wäre hier mehr oder weniger zum roten Boot quer ab. Und das wäre unsere erste, ja, nennen wir es Peilung zu dem roten Boot. Ein paar Minuten später würden wir nochmal peilen. Wir sehen, das rote Boot ist immer noch genau quer ab zu uns, aber der Abstand hat sich hier deutlich verringert. Das heißt, in so einer Situation würde es zwangsläufig, wenn wir einfach weiterfahren würden, zu einem Zusammenstoß kommen. Und das ist für uns als Schiffsführer die erste Situation oder das erste Anzeichen, dass wir hier Maßnahmen ergreifen müssen. Also die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht immer dann, wenn sich der Abstand zu einem Fahrzeug verringert und die Peilung sich nicht oder gar nicht merklich ändert. Okay, aber wie wird jetzt ausgewichen? Dazu die nächsten Fragen. Die Frage 126. Zwei in sich befindliche Segelfahrzeuge nähern sich im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches Fahrzeug muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben? Die Antwort hier, das luftwertigere Fahrzeug dem leewertigen Fahrzeug. Also luftwertig ist immer das Fahrzeug, das näher am Wind ist. Ich habe das jetzt mal hier dargestellt. Wir haben hier oben den Wind. Das rote Fahrzeug ist näher am Wind als das grüne Fahrzeug. Aus diesem Grund, das luftwertige Fahrzeug muss dem leewertigen ausweichen. Damit muss das rote Fahrzeug hier entsprechend sein Ausweichmanöver fahren. Das grüne Fahrzeug ist der Kurshaltepflichtige und muss seinen Kurs und seine Geschwindigkeit unverändert fortsetzen. Das ist sein Beitrag, um hier den Zusammenstoß zu verhindern. Jetzt noch zur Information oder für euch zu merken. Bei den Ausweichregeln unter den Fahrzeugen kommt es zum einen darauf an, welche Fahrzeugart sich trifft, also Segelfahrzeug, Motorfahrzeug, und dann unter den Fahrzeugen die entsprechenden Ausweichregeln, beziehungsweise bei verschiedenen Fahrzeugkategorien gibt es auch wieder unterschiedliche Ausweichregeln. Da kommen wir aber im Verlauf der Fragen noch dazu. Gut, weiter zur Frage 127. Wie müssen sich zwei in sich befindliche Maschinenfahrzeuge verhalten, die sich einander auf entgegengesetzten oder fast entgegengesetzten Kursen nähern, um die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes zu verhindern? Also ihr seht, wichtig bei dieser Frage ist, es sind zwei Maschinenfahrzeuge, die sich nähern. Die richtige Antwort in diesem Fall ist, jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord, also nach rechts, ändern. Ihr seht es unten grafisch dargestellt, hier gibt es also keine Ausweichpflichtigen und einen Kurshaltepflichtigen, sondern in diesem Fall beide Ausweichpflichtig, beide müssen nach rechts ausweichen. Gut,
Frage 128. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlichen Segelfahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Ihr seht hier, wir haben ein Maschinenfahrzeug und wir haben ein Segelfahrzeug. In diesem Fall ist es so, dass das Maschinenfahrzeug ausweichen muss. Also egal, ob es jetzt von links oder rechts kommt, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Einzige Ausnahme in diesem Fall ist immer der Überholer, dazu später mehr. Aber grundsätzlich weicht ein Maschinenfahrzeug immer einem Segelfahrzeug aus. Die Frage 129. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlichen manövrierunfähigen Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Antwort: Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Ihr könnt euch das schon mal so ganz grob als Faustregel in den Kopf schreiben. Das Maschinenfahrzeug muss eigentlich fast immer ausweichen, da es einfach am einfachsten manövrieren kann im Vergleich zu einem Segelfahrzeug oder dergleichen. Also hier Maschinenfahrzeug und manövrierunfähiges Fahrzeug. Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Die Frage 130. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlichen manövrierbehinderten Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Ja, ich denke, ihr kennt die Antwort. Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Richtig. Also, wir haben gelernt, Maschinenfahrzeug weicht einem Segelfahrzeug aus, einem manövrierunfähigen und einem manövrierbehindertenfahrzeug. Weiter zur Frage 131. Ja, es könnte langweilig werden. Wie hat ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Richtig, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen. Ihr seht schon, die vierte oder fünfte Frage immer mit der gleichen Antwort. Aber sorgfältig lesen, es ist nicht immer das Maschinenfahrzeug. Okay, weiter geht's mit der Frage 132. Wie hat sich ein Segelfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in sich befindlich fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Die richtige Antwort ist, das Segelfahrzeug muss ausweichen. Und dann gleich weiter mit der Frage 133. Wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten? Ein Fahrzeug mit einem schwarzen Zylinder. Das war das tiefgangbehinderte Fahrzeug. Die richtige Antwort ist, die sichere Durchfahrt des Fahrzeugs darf nicht behindert werden. Tiefgangbehinderte Fahrzeuge sind meist darauf angewiesen, auf einen Tiefwasserweg oder dergleichen, der nicht oder in den meisten Fällen nicht sonderlich breit ist. Deswegen hat das keine große Chance zu manövrieren oder auszuweichen. Daher darf man die sichere Durchfahrt dieses Fahrzeugs nicht behindern. Gut, weiter zur 134. Wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten? Wir haben ein Fahrzeug mit drei roten Rundumlichtern übereinander, die Seitenlichter, zwei Toplichter und ein Hecklicht. Das heißt, unser Fahrzeug ist auf alle Fälle mal länger als 100 Meter. Und die drei roten Rundumlichter zeigen uns an, dass das Fahrzeug tiefgangbehindert ist. Also das gleiche Fahrzeug, das wir bei der Frage vorher hatten. Einmal das Tagsignal und jetzt das Nachtsignal. Die Frage 135. Wie verhält sich der Kurshaltepflichtige vor Einleitung des Manövers des letzten Augenblicks gegenüber einem ausweichpflichtigen Fahrzeug? Ja, die richtige Antwort hierzu ist: Kurs und Geschwindigkeit zunächst beibehalten und dem Ausweichpflichtigen besondere Aufmerksamkeit widmen. Was will jetzt eigentlich die Frage von uns? Ihr wisst ja, bei einer gefährlichen Annäherung oder bei einem Ausweichmanöver gibt es immer zwei Parteien. Einmal den Ausweichpflichtigen, das ist der, der das Ausweichmanöver fahren muss. Und einmal den Kurshaltepflichtigen, das ist der, der Kurs und Geschwindigkeit beibehalten muss und so seinen Beitrag zu dem Ausweichmanöver leistet. Jetzt kommt es aber immer wieder mal vor, dass der Ausweichpflichtige seiner Pflicht zum Ausweichen aus welchen Gründen auch immer nicht nachkommt oder nicht rechtzeitig nachkommt. Dann können in diesem Beispiel wir als Ausweich- oder als Kurshalter nicht einfach unseren Kurs beibehalten und weiterfahren, sondern wir müssen dann
alles Mögliche tun, um diesen Zusammenstoß zu verhindern. Dieses mögliche Tun, kurz bevor es zum Zusammenstoß kommt, nennt sich Manöver des letzten Augenblicks. In dieser Frage ist aber jetzt gefragt, was tun wir vor Einleiten des Manövers des letzten Augenblicks? Und das ist ganz klar, wir halten Kurs und Geschwindigkeit bei und beobachten den Ausweichpflichtigen. Das ist praktisch unser Beitrag, den wir als Kurshaltepflichtige zu einem Ausweichmanöver leisten müssen. Erst dann, wenn wir merken, okay, jetzt wird's eng, müssen wir oder dürfen wir anfangen, ein Ausweichmanöver selbst zu fahren. Gut, ich hoffe, ich konnte euch den Inhalt der Frage und die Gesamtsituation etwas darstellen. Dann schauen wir mal zur Frage 136. Wie muss sich ein Ausweichpflichtiger gegenüber einem Kurshalter verhalten? Die richtige Antwort: Das Ausweichmanöver muss frühzeitig, durchgreifend und klar erkennbar durchgeführt werden. Also, der Ausweichpflichtige darf in keinem Fall zu lange warten und eine Nahbereichsituation entstehen lassen, sondern muss wirklich, sobald er merkt, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht oder einer gefährlichen Annäherung besteht, sein Ausweichmanöver fahren. Das heißt, das frühzeitige Durchgreifen und klar erkennbar heißt, er darf keine Schlangenlinie oder dergleichen fahren oder nur ganz gering seinen Kurs ändern, sondern eine Kursänderung sollte immer so sein, dass der Kurshalter klar erkennen kann, was er jetzt gerade tut. Man sagt hier so im Allgemeinen, Kursänderungen von 30 Grad oder mehr sind auch auf dem anderen Boot dann klar erkennbar. Okay, also frühzeitig, durchgreifend und klar erkennbar. Die drei Begriffe für die richtige Antwort. Dann mal weiter zur 137. Wie hat sich ein überholendes Fahrzeug zu verhalten? Antwort: Es hat dem überholenden Fahrzeug auszuweichen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das ist eine Sondersituation. Wenn wir überholen, sind wir immer ausweichpflichtig. Also es ist vollkommen egal, welches Fahrzeug überholt. Ob jetzt ein Segelfahrzeug, ein Motorfahrzeug überholt oder ein manövrier unfähiges Fahrzeug, ein Segelfahrzeug. Der Überholer ist immer der Ausweichpflichtige. Und das Ganze schauen wir uns mal an. Wann seid ihr jetzt Überholer? Überholer seid ihr immer dann, wenn ihr euch aus dem Bereich des Hecklichtsektors, also hier in dem Sektor 135 Grad näher, das heißt, sind die 67,5 Grad achterlicher als querab bis 67,5 Grad achterlicher querab als auf der anderen Seite. Wenn ihr euch also aus diesem Bereich nähert, es ist hier dieser gesamte Bereich und das Fahrzeug überholt, dann seid ihr als Überholer immer das ausweichpflichtige Fahrzeug. Also auch wenn ihr mit einem Segelfahrzeug ein Motorfahrzeug überholen solltet, dann müsst ihr als Segelfahrzeug dem Motorfahrzeug ausweichen. Dann schauen wir uns die Frage 138 an. Wie hat man sich zu verhalten, wenn bei verminderter Sicht anscheinend vorlicher als querab das Schaltsignal eines anderen Fahrzeuges hört? Antwort: Es ist ebenfalls ein Schaltsignal abzugeben und die Fahrt so weit zu verlangsamen, dass die Steuerfähigkeit noch erhalten bleibt, erforderlichenfalls ist ganz aufzustoppen. In jedem Fall ist vorsichtig zu manövrieren, bis die Gefahr eines Zusammenstoßes vorüber ist. Okay, also wir hören ein Schaltsignal vorlicher als querab, das heißt, wir fahren auf das andere Fahrzeug zu. Daher erstmal die Fahrt rausnehmen, um mehr Zeit zu gewinnen und auch mehr Zeit für ein Ausweichmanöver zu bekommen. Wichtig ist, die Steuerfähigkeit des Fahrzeugs muss erhalten bleiben. Bei Sportbooten ist das im Normalfall eine sehr geringe Geschwindigkeit. Bei größeren Schiffen, die brauchen doch einige Knoten Fahrt, um noch vernünftig steuern zu können. Im Zweifel ist ganz aufzustoppen und die Situation abzuklären. Ganz aufstoppen ist immer dann gefährlich, wenn wir uns in Gewässern befinden, in denen Strömung ist, wie zum Beispiel in Flüssen oder in Gezeitenrevieren. Hier ist dann dennoch Bewegung oder Fahrt über Grund vorhanden oder Bewegung über Grund durch den Strom. Das heißt, da im Zweifel die Geschwindigkeit zu langsam nehmen und gegen Strom anfahren, bis die Situation geklärt ist. Gut, bei Frage 139.
Wie verhält man sich als Kurshalter, wenn man feststellt, dass ein anderes Fahrzeug seiner Ausweichpflicht nicht nachkommt und die Gefahr einer unmittelbaren Kollision bevorsteht? Ja, dieses Thema hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Antwort ist, man gibt mindestens 5 kurze Töne mit der Pfeife ab und führt das Manöver des letzten Augenblicks durch. Dabei ist so zu manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist. Okay, die 5 kurzen Töne mit der Pfeife, das ist das Zeichen, dass man einen Ausweichpflichtigen auf seine Ausweichpflicht hinweist. Das Manöver des letzten Augenblicks hatten wir auch schon. Das ist das Manöver, das der Kurshalter fahren muss, um eine Kollision zu verhindern, wenn die Manöver des Ausweichpflichtigen alleine nicht mehr reichen. Und hier zählt es so zu manövrieren, dass die Vermeidung des Zusammenstoßes am dienlichsten ist. Das heißt, man kann auch gegebenenfalls gegen Verkehrsvorschriften in welcher Art und Weise verstoßen, um diesen Unfallzusammenstoß eben zu verhindern. Also in der richtigen Antwort sind die 5 kurzen Töne und das Manöver des letzten Augenblicks. Gut, kommen wir zur Frage 140. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Mindestens 5 kurze Töne. Wir hatten das in der Frage vorher. Ein ausweichpflichtiges Fahrzeug wird auf seine Ausweichpflicht aufmerksam gemacht. Das sind die 5 kurzen Töne hintereinander. Die Frage 141. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Kurz, lang, kurz. Ein Ankerlieger macht ein sich näherndes Fahrzeug auf eine gefährliche Annäherung aufmerksam. Also dieses Signal muss ein Ankerlieger zu zusätzlichen Schallsignalen geben. Aber wenn sich ein Fahrzeug ihm nähert, das aus welchem Grund auch immer nicht gemerkt hat, dass der Ankerlieger hier liegt oder dass er vor Anker liegt, diese zusätzlichen Schallsignale hatten wir in den Fragen ganz am Anfang schon. Ja, damit sind wir durch mit den Fragen. Ich habe euch hier nochmal ein paar interessante Bücher dargestellt, die sich durchaus mal lohnt zu kaufen oder zu beschaffen. Ich habe hier einmal das Yachtboot-Buch, auf das bin ich schon mal eingegangen. Vergleichbar zu ist auch hier Reeds Skipper-Handbuch. Reeds ist hier aus dem Englischen übersetzt, behält, was die Binnenordnung angeht, einiges, was die englischen Wasserstraßen angeht. Das ist dann vielleicht nicht so interessant für euch, aber das Yachtboot-Buch, ein sehr kleiner, handlicher Begleiter für das Lernen zwischendurch mit allen wichtigen Themengebieten, vollständig abgedeckt. Wenn ihr das durchliest, reicht das alle Male für den SPFC und darüber hinaus. Die Seemannschaft, das komplette Gegenteil hierzu, das ist ein Riesenwälzer mit mittlerweile über 1000 Seiten. Da ist wirklich alles drin, von der Navigation, Seemannschaft, Wetterkunde, was man so wissen muss. Wenn ihr das mal durchgelesen habt, dann seid ihr theoretisch wirklich fit und gut drauf. Ich habe euch mal Links dazu in die Beschreibung. Wenn ihr Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr darüber bestellen würdet. Damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte das Like da. Wenn ihr es ganz am Anfang noch nicht gemacht habt, bitte unbedingt den Kanal abonnieren und mich damit unterstützen. Wenn ihr Fragen zu den Themengebieten habt oder Anregungen zu den Videos, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich antworte garantiert relativ zügig. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut oder eines meiner anderen Videos anschaut. Ein paar Verlinkungen hierzu für euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim.